Hallo liebe YouTuber. Ja, 4. September 2010. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Datum, weil das ist genau das Datum, wo ich meinen Laden eröffnet habe. Und wir werden ja jetzt fast 14 Jahre später den Laden schließen. Und wir haben jetzt also unseren Gästespiegel mit dem Eröffnungsdatum haben wir auf eine Staffel gestellt. Und wie wir den schön dekorieren, das zeige ich euch nach der Intro. Ja, also wir haben jetzt hier keine Mühe gescheut, haben hier eine schöne Staffel geholt und haben hier extra diesen Spiegel. Und ich fand auch mit dem Eröffnungsdatum, haben auch so einen dünnen Edding, so einen kleinen. Und da dürfen unsere Gäste dann alle, da werden wir hier nochmal mit so einem Bändchen den Edding dranhängen. Und wir freuen uns total auf die vielen Sprüche, mit denen dieser Spiegel bei dem Umtrunk ja, dekoriert werden wird. Und ich fand aber, dass wenn der Spiegel jetzt hier so steht, ja, ist halt Gästespiegel, Flower Style, Datum, fand ich, ist der eigentlich zu nackig. Und deswegen möchte ich euch jetzt eine schöne Vintage-mäßige Blumendeko, die ganz einfach und schnell gemacht ist und die auch für dein Event wirklich toll wäre, weil so ein Gästespiegel ist ja auch für einen runden Geburtstag, für eine Hochzeit, für ganz viele Events wirklich eine tolle Idee. Und wenn man sagt, ach, sowas würde ich mir dann noch hinhängen als Erinnerung, den dekorieren wir heute. Aber wie das geht? Das zeige ich euch gleich. So, dazu braucht man nämlich wieder mal Draht. Draht habe ich nämlich ja immer sehr gern. Ich habe hier jetzt einen 2 mm Aludraht. Den Bestelllink für Aludraht, den mache ich euch natürlich noch mal rein. Den bekommt ihr bei Floristik24. Und da bekommt ihr auch, wie ihr wisst, 10% Fanrabatt mit dem Rabattcode Margit. So, und ich nehme den 2 mm Draht, also es ist immer gut, so eine Rolle zu kaufen. Ja, dann ist man auch bestens gerüstet, weil der kommt in meinen Videos total oft vor. Und ich habe natürlich im Moment einen totalen Luxus und ich wollte diese Deko mit Grün und auch mit Blumen, Pfingstrosen, es ist Pfingstrosenzeit. Ich wollte es also mit beiden dekorieren und mein Gedanke ist, dass die Gründeko hier, ach, die kann man fast dranhängen noch an diesen schönen Holzknopf, ja, dass das hier so drüber wuchert. Und das machen wir jetzt mal am Arbeitsplatz. Ich habe mir also einen, um das Grün auf diesen Draht zu machen, brauche ich natürlich wieder einen feinen Draht, um das drauf zu wickeln. Und ich habe mir einen schönen Eukalyptus geholt. Man kann natürlich auch Efeuranken nehmen, das geht auch. Aber Eukalyptus ist ja auch was ganz, ist immer ein tolles Grün. Diese Enden, die würde ich jetzt mal wegschneiden, weil die sind sonst so starr. Die kann ich eigentlich nicht so gut gebrauchen. So, und dann fange ich mal an. Mit dem Eukalyptus. Man sieht also, selbst Draht samt Eukalyptus kann ich ja auch ein bisschen biegen. Und dann fange ich einfach mal an, das Ganze zu wickeln und bewickeln meinen Aludraht mit Eukalyptus. Warum Aludraht? Der Sinn ist natürlich, dass ich den Draht
biegen kann und dass ich den dann wirklich so über meinen Gästespiegel biegen kann, wie ich das gern hätte. Wickel auch hier, ihr seht also hier sind immer so störrische Stücke und ich nehme auch so ein kleines Stück, mache ich dann einfach mal weg. Das sind so störrische Stücke und die muss man dann einfach mal ein bisschen bändigen. Und das ist jetzt gar nicht so eine, da muss man also eigentlich gar nicht so im Detail arbeiten, da kann man eigentlich mal ganz lässig arbeiten und ganz locker drüber wickeln, weil viel Arbeit wollte ich eigentlich gar nicht investieren. Ich wollte einfach nur eine nette lässige Deko haben. Und ein paar Blüten kommen natürlich auch noch rein, aber das kommt am Schluss. So, habe schon die eine Seite eigentlich schon gewickelt. Drehe den Aludraht zu. Und selbst wenn der Eukalyptus jetzt hier ein Blättchen hat, das nicht so schön aussieht, das schneiden wir einfach raus. So, setz nochmal in der Mitte an. Mal so eine kleine Anprobe, dass auch das Wort Gästespiegel noch gelesen werden kann. Also das G wollte ich eigentlich noch frei halten. So eine kleine Anprobe und ja, also wir brauchen auf jeden Fall noch mal mehr auf der rechten Seite. Das ist klar. So, aber ich glaube, von der Größe her und von der Länge her ist das eigentlich schon ganz gut. Und Eukalyptus ist natürlich klasse, weil der ja auch so schön diese fließende Schwungform hat, die ich natürlich sehr gerne aufgreife in diesem Fall. Und das ist jetzt alles ein Umtrunk, den wir machen für unsere, wirklich für unsere Stammkunden und für unsere Allerliebsten. Da darf gar nicht jeder kommen. Und da freuen wir uns auch sehr drauf, nochmal auf die vielen letzten Jahre einfach nochmal anzustoßen und das Ganze nochmal zu feiern und uns vor allem bei den Kunden zu bedanken, ja, für ihre Treue. Genauso wie ich ja auch. Schade, dass ich euch nicht alle einladen kann. Da würde für eure Treue würde ich mich auch bedanken. Aber ich bedanke mich auch in Form von vielen weiteren Videos, die auch noch kommen werden. Auch wenn ich keinen eigenen Laden mehr habe. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil da kamen ja auch schon verschiedene Fragen. Margit, machst du noch weiter Videos? Ja, mache ich auf jeden Fall. Versprochen. So, wie gesagt, also ihr müsst irgendein haltbares Grün nehmen, das auch nicht gleich schlapp wird. Im Moment ist so eine Zeit, im Moment treibt das Grün draußen alles sehr, sehr frisch aus. Und das Risiko ist, wenn man so ein frisch getriebenes Grün nimmt, dass das, wenn das abgeschnitten ist, beziehungsweise wenn das keine Wasserversorgung hat, ist das Risiko, dass das schlappt. Und deswegen müsst ihr auch ein bisschen aufpassen,
was ihr nehmt, also wirklich nur wenn Buchs aus dem Schatten, ja, der noch nicht getrieben hat, oder eben wirklich beim Floristen einen schönen Eukalyptus kaufen. Ja, weil es ist jetzt so eine Übergangszeit und im Moment ist es ein bisschen schwierig, haltbare, schöne Sachen zu ergattern. So, ich habe jetzt hier den Draht. Und was ich jetzt überlege, ist tatsächlich, ob ich den Draht, ich biege das jetzt nochmal nach oben, jetzt habe ich ja meinen Aludraht hier drin. So, und kann man das lesen? Ja, der eine muss hier weg, dann kann man es lesen. Ja, und ich habe jetzt hier noch meinen Draht, denn da lasse ich jetzt noch mal ein bisschen was stehen, weil wenn wir dann, bevor wir starten, kann ich den Draht nehmen und kann das noch mal hier um diesen Stab von der Staffel drumherum wickeln. Deswegen schneide ich den jetzt nicht ab. Das ist ein Draht, den ich jetzt tatsächlich bewusst hier lasse, ja, weil es sind jetzt noch 2 Tage hin. Was ich machen werde, ist, ich werde jetzt diesen Eukalyptus in den gelben Sack stecken. Ich werde den Eukalyptus in den gelben Sack stecken und werde den ein bisschen ansprühen, dass der nicht so trocken wird. Also ich lasse den jetzt nicht 2 Tage hier dran hängen. Und dann war noch mein Gedanke, wollte ich eigentlich schöne, große Blüten dazu dekorieren. Und da fällt mir wieder ein, diese wunderschöne Pfingstrose, die duftende, das sind diese wunderschönen Pfingstrosen von Don Peony. Die könnt ihr euch auch online bestellen mit 5% Fanrabatt, mit Rabattcode Margit. Und so, dann nehme ich auch mal, hier ist auch eine Sortenbezeichnung dran. Das ist schön, das ist die Red Charm, die Peony. Und so, wir haben extra die Bezeichnung dann auch noch mit dran gelassen. Und wenn wir dann übermorgen unser Event haben, dann kann ich ja relativ einfach noch Pfingstrosen hier dazu dekorieren. Die halte ich jetzt mal nur so dran. Und dann sieht das natürlich schon ganz anders aus. Mit nur 2 Blüten ist das jetzt schon viel, viel schöner gestaltet. Ich glaube, das ist jetzt wirklich so eine relativ ganz schlichte Anleitung, wie man so einen Gästebogen, und es gibt es ja ganz oft auch auf den Vintage-Hochzeiten, wie man dann wirklich so einen Bogen, auch zum Beispiel, wo man sehr gern macht, sind hier die Tischanordnungen, dass man die drauf macht auf so eine Staffel. Das ist jetzt also wirklich eine schöne Deko und es lässt sich ganz easy und fix selber machen. Ja, und genau, Aludraht ist jetzt schon mal das Wichtigste und dieser Basteldraht. Und dann kann nichts schief gehen. Und ich würde sagen, dann lässt sich alles ganz toll arrangieren. So, das Einzige, was ihr also dazu braucht, ist tatsächlich wirklich Aludraht, Basteldraht und schönen Eukalyptus oder Efeuranken oder Olive. Ja, also so ist einfach so schönes Grün. Also Olive ist auch ganz, ganz toll. Hole ich euch nochmal einen Zweig dazu. Und
zeige euch das mal. Das sind so Grünsorten, die sich ganz toll eignen. So, also entweder ihr nehmt dazu Eukalyptus, wie hier im Beispiel, oder Efeuranken oder Olive. Ist natürlich auch ganz toll, weil die Olive, die hat jetzt also diese kleinen Olivenfrüchte und die kann man natürlich auch noch teilen. Das ist jetzt ein ganzes Büschel, das ich jetzt hier genommen habe. Und guck mal, wie schön auch in Kombination diese verschiedenen Grünsorten sind. Also da ist der Variation und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, euch fällt bestimmt ganz viel ein, wie ihr euren Gästespiegel, eure Tischordnung, wie ihr das ganz toll dekorieren könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, viel Spaß beim Nachmachen und sag einfach bis ganz bald. Alles Liebe von eurer Margit.